Genau. Voll der Frame-Einbruch. Spiel erstmal Aufgang. Geisttaucht. Nicht mal lesen kann er. Geist taucht auf. Ausrufezeichen. Ja, und der Geist ist ein Knogger. Logisch. Wer hätte es nicht erkannt? Vielleicht sogar mal ein Pokémon, das wir mit Dratini besiegen können. Das bringt uns dann natürlich super viel. Boah, alles geht daneben. Sauber. Bringt uns natürlich super viele Erfahrungspunkte dadurch, dass es entwickelt war. Ja. 28 Anima. Ist okay. Vollkommen legitim. Ja. Yay, happy end. So, hier nochmal 3 bis 4 Team Rocket Kämpfe und dann kriegen wir auch die schöne Pokeflöte. Pokeflute auf Englisch. Finde ich Hammer. Donnerwelle. Zubats, das müssten Gegner sein, die selbst unser Dratini schaffen kann. Wird wieder ewig dauern. Wir werden viel Schaden nehmen und wenig Erfahrungen dafür kriegen, aber. Oh, so lange dauert es gar nicht. Ne, so lange dauert es gar nicht. Brauchen wir, denke ich mal, nicht mehr Donnerwelle. Bringt eh nicht so viel. Nochmal Body Slam. Hätte ich mal Donnerwelle eingesetzt, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Aber Blutstrahl kommt durch. Sehr schön. Golbat. Ich möchte gerne die XP für Dratini haben. Oh Gott, stimmt. Golbat, oh. Mein Gott. Golbat hatte diesen super hässlichen Stride. Ich erinnere mich. Meine Fresse. Diese Zunge. Mein Gott. Diese Zunge ist epic. Und wir besiegen uns gleich selber. Mm. Kannst du überhaupt Attacken, die Schaden machen? Anscheinend nicht. Gut. Ich wollte eigentlich nur, dass mein Sandan schnell stirbt, damit wir nicht mehr verwirrt sind mit unserem dem kleinen Dratini-Biss. Wow. Wow, und ein Volltreffer. Gut, dann ist der Volltreffer schon mal weg. Dann wird es uns jetzt keinen mehr geben. Aber Golbat werden wir. Au. Verdonnerwellen. Auch ein schönes Wort, ne? Superschall. Oh. Biss ist wirklich das Einzige, was bei ihm Schaden macht. Der hat 2 verdammte Attacken, um mich zu verwirren. Wow. Mach ich mir selber Schaden. Hör auf damit. Nicht mehr verwirrt. Super. Biss ist okay, wenn es jetzt kein Volltreffer ist. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Scheiße. Ah. Oh. So viel Wind um nichts gemacht, hätte ich auch einmal Donnerblitz machen können, dann hätte ich wenigstens noch die Hälfte der Erfahrung mitnehmen können. Ah, nee. Ja, verzieh dich. Geh bloß weg. Ich mag dich nicht. Trainieren wir weiter unser Blitzer ein Stückchen. Ah, das war ein... Ah. Verteidigung um so viel gesenkt gehabt. Durch Kreideschrei. Und ein Schlag weg, die Kacke. Traumato. Ach, wir wechseln mal auf Ibitak. Warum wollte ich gerade Ibor sagen? Was zur Hölle ist ein Ibor? Eine Mischung aus Ibitak und Bibor, ja, aber... Warum? Zur Hölle.
Falls ihr Lust habt, könnt ihr mir ja mal irgendwelche Bilder von einem Ibor schicken. Könnt ihr selber machen, könnt ihr suchen, gibt's vielleicht ja schon. Ich meine, es gibt viele Bilder von Pokémon, die zusammengeschnitten wurden. Ich habe auch mal welche versucht und ich kann's nicht. Ich kann es nicht, ich bin zu doof. Das heißt zu doof, ich weiß nicht. Ich bin unkreativ, sagen wir es so. Sieht man auch an dem Hintergrund, den ich benutze, und da hat mir mein Kumpel schon geholfen. Ist jetzt auch nicht der monströse Hintergrund, haben wir jetzt auch nicht super viel Zeit investiert. Erstmal danke an Mars, Aerodemeos. Ich werde seinen Kanal dieses Mal in dem Video unten verlinken. Könnt ihr auch gerne mal drauf gucken. Macht auch tolle Let's Plays. Auch zwischendurch mal Livestreams. 31. Auf twitch.tv. Donnerschock. Wow! Das können wir natürlich gut gebrauchen. Wir werden es einfach mal lernen. Falls uns Donnerblitz ausgehen sollte, Sandwirbel. Stimmt, wir haben ja noch Ruckzuckieb. Total vergessen. Radfratz. Wie viel Schaden macht Donnerschock? Ich will es eigentlich gar nicht sehen. Also er macht auch Livestreams auf Twitch.tv. Volltreffer, okay. Auch Aerodemeos. Wie gesagt, Kanal unten verlinkt. Und dann könnt ihr auch gerne mal bei ihm vorbeischauen. Let's Played Max Payne 3. Und ein Mario-Spiel. Ich habe gerade vergessen, welches. Da wird Peach die Stimme geklaut. Falls euch das weiterhilft. Wer Mario-Fan ist, sollte dann es dann schon wissen. So, und das war auch schon der dritte Rocket-Trainer. Mein Gott, wir rennen hier ja wieder durch wie nichts. So, wir haben den alten Mann gerettet. Warum auch immer hier, ne? Pokémon-Statuen stehen. Wir wollen nichts über das Knogger wissen. Nimm mich mit nach Hause und gib mir die doofe Pokémon-Flöte. Damit wir das komische, fette Pokémon da wegräumen können. Dankeschön. Ich habe nichts gegen fette, nein. Falls irgendwer auf die Idee kommt, das falsch zu interpretieren, nein. Aber ich hoffe mal, dass ihr wenigstens so viel Verstand habt, um nicht alles falsch zu verstehen, was ich hier verwende. Was ich hier sage. Was für Ausdrücke ich verwende. Ihr wisst, was ich meine. Muss ich, glaube ich, nicht immer nochmal neu erklären. Aufs Fahrrad und ab geht die wilde Luzi. Die Trainer lasse ich immer noch gekonnt stehen. Ist mir auch gerade vollkommen egal. Ich weiß, ich hätte auch unten lang gehen können, aber ich gehe jetzt hier lang. Schön auf dem Fahrradweg runter rasen. Oh, wir können hier jetzt schon rein? Nein. Lieber nicht. Wir wollen die sechste Arena nicht vor der fünften machen. Obwohl, wir könnten uns einen Nocturne holen. Oder einen Kikli. Nee. Ich habe mein Team vollständig und da wirkt sich auch nichts dran ändern. Und auf geht's durch Prismania City. Ach, gerade wieder eingefallen. So, das Relaxo werden wir dann auch nicht mitnehmen. Oh mein Gott, jetzt müssen wir auch noch so die Pokéflöte auswählen. Nein, nicht Lift öfter. Und da ist wieder die schöne Fahrradmusik. Und es hat sich bewegt. Oh nein! Es kann sich verdammt nochmal bewegen. Relaxo. Donnerblitz. Stimmt, wir haben unser Dratini gar nicht mehr vorne. Schade. Schade, schade. Kopfnuss. Aber ich werde es jetzt auch so schnell wie möglich besiegen. Denn es macht erstens verdammt viel Schaden. Zweitens hält es verdammt viel aus. Und drittens heilt es sich verdammt schnell wieder hoch.
Ah, das meine ich. Einfach Donnerblitz-Spam wie sonst was. Oh, Volltreffer, sehr schön. Schläft. Eigentlich könnte ich ja jetzt... Ich weiß, ich sollte es wahrscheinlich nicht tun, weil es jetzt aufwacht. Bitte sei paralysiert und setz nicht Erholung ein. Danke! Body Slam. Amnesie. Ist okay. Dankeschön. Immerhin. Ja, zieht sich in die Berge zurück. Wenn wir hier kein Pokémon sterben lassen. Wäre auch schlimm, wenn man es tun würde. Nein! Oh, ich habe Blitzer nach vorne. Verdammt, ich wollte es gerade noch ändern. Mir ist es vorher noch eingefallen. Und die Pinocchio-Nasenbiker. Slimer. Ich bin am überlegen, ob Dratini das schafft. Dratini ist sowieso nicht vorne. Warum mache ich hier komische Gestiken, die eh keiner sehen kann? Wer weiß, vielleicht spiele ich irgendwann mal mit Webcam, aber... mal sehen. Warum... Ach. Warum bin ich doof und wechsle die Attacke? Warum wechsle ich das Pokémon nicht? Doppelt doof. Und... ja, lach du, Mann. So. Dratini wieder nach vorne. Dich nehmen wir auch noch mit. Was bist du denn für ein Biker? Ich weiß nicht, was er da zwischen den Beinen hat. Aber es sieht aus wie so ein... Drachenkopf. Oder Dinosaurierkopf. Ich weiß es nicht. Glatzkopf. Ja. Ich will nicht wissen, was es ist. Er trägt seine Unterhose über der Hose. Oder sowas. Karateschlag dürfte uns nicht so viel anhaben. Volltreffer, ich wusste's. Genau das war doch letztes Mal auch so. Da hatten die doch, glaube ich, auch ein... Oder einer hat ein Macholo. Und ich habe Ibitak ausgewählt. Und jetzt kommt Mankey. Wir tauschen wieder wild zurück. Karateschlag, klar können das alle hier. Noch ein Volltreffer. Wow. Mein Gott. Und ich kann. Schade. Und immer nur so wenig Erfahrung. Das ist blöd. Aber Dratini kann auch noch nicht so viel selber machen. Nase juckt. Status, wie viel brauchst du noch? 1006. Boah. Ich brauche ein Glurak, bitte. Nur 2000. Kann sein, dass Dratini viel zu viel Erfahrung braucht. Kommt mir stark so vor. Nein, jetzt überlebt er das auch noch. Und wieder ein Volltreffer. Sag mal. Geben alle ein Schweineglück hier. Es sieht komisch aus. Und noch so einer. Noch ein Mankey. Ah, ich glaube, der hatte auch einen Rasaf. Einfach wechseln. Und hoffen, dass es wieder kein... dass es nicht wieder ein Volltreffer ist. Warum? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Warum machen die plötzlich alle... Macholo. Warum machen die plötzlich alle Volltreffer mit dem Karateschlag? Was ist denn los?
Fußkick. Ach, jetzt auf einmal. Boom, 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 boom. Zack, das war's auch mit dem Hollow. Und Blitzer erreicht Level 32. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auch bald die 100 Initiativen Marke geknackt. Wie spät haben wir es denn? Schon wieder ein Uhr. Meine Güte. Smogmog. Wow. Unerwartet. 1 Uhr. Mann, ich muss wirklich früher aufnehmen. Das gibt's ja gar nicht. Aber ich finde mittags im Moment keine Zeit. Ich nehme extra abends auf, weil sonst immer meine Eltern reinkamen und meinten, ja, nee. Und natürlich wird unser Glurak vergiftet. Eieiei. Eieiei. Auf damit. Oh Gott, wir können jetzt unser Glurak sterben lassen. Oder auch nicht. Wenn man einmal ein Pokémon sterben lässt, funktioniert es nicht. Wir haben keinen... Ark. Wir haben keinen Giftheiler mehr. Gegengift. Giftheiler. Das heißt, Glurak wird sowieso gleich nicht mehr da sein. Jo.